Das wären sie gerne, The Falcon and the Winter Soldier. Und das sind sie. So schick und so stilsicher ist die Serie inszeniert. Nur genau wie diese Szene ist so manches einfach in die Handlung mit reingeworfen, passt nicht zu den etablierten Filmen davor, spielt weder davor noch danach eine weitere Rolle und wäre gerne mehr, als es eigentlich ist. So stark die Bilder, so emotional die Charaktermomente, so spannend die Ideen und so hoch der Produktionsaufwand auch sind, so leidet The Falcon and the Winter Soldier unter mindestens 3 unübersehbaren Problemen. Das erste Problem ist das Retconning der Filme. Die Retroactive Continuity, eine rückwirkende Kontinuität. Und das beginnt schon bei der Prämisse. Endgames Ende war eindeutig. Nicht nur in dem, was gesagt wird, sondern wie es zusammen mit der Musik auch gemeint ist. How does it feel? Like it's someone else's. Sams Zweifel, so nachvollziehbar sie auch sind, sind hier nicht zu spüren. Kein Wunder, denn die Serie wurde erst danach geplant. Ihre Hauptdarsteller erst später eingeweiht. Jetzt nimmt sich The Falcon and the Winter Soldier einen Nebensatz als Ausdruck für Sams Zweifel und stopft ein Plothole rund um Buckys Eignung. When Steve told me what he was planning, I don't think either of us really understood what it felt like for a black man to be handed the shield. Und noch mehr Retcon, Zemo war ein einfacher Soldat mit einem perfiden Plan, getrieben von unendlicher Trauer. Und jetzt ist er ein Baron mit besten Kontakten zur Unterwelt, weil er offensichtlich schon vorher kriminell war und er schaut im Knast zu viel John Wick. Näher an der Comicvorlage ist er damit nicht wirklich, auch wenn er sich für 2 Minuten ohne weiteren Grund und nur als Fanservice die lila Maske überstülpt. So charismatisch Daniel Brühl auch bleibt, so sehr konterkariert das den Civil War. Supercharged. Selbst Sams und Buckys Vorliebe für Schusswaffen wird ihnen plötzlich weggenommen. We have a real problem now, so leave your weapons and follow my lead. Prügeleien sind für einen Streaming-Service ja auch massentauglicher als Schießereien, aber dieses Retconning ihres Vorgehens verfolgt einen ganz anderen Zweck. Sie kommen erst gar nicht in das moralische Dilemma, die falsche Person zu töten. Nicht das erste Mal, dass ein Marvel-Film ganz bequem der Hauptfigur die Möglichkeit nimmt, versehentlich die Falschen umzubringen. Man packt die Hauptfiguren in Watte, um sie ja nicht herauszufordern. Man könnte jetzt der Meinung sein, dass ihr Verzicht auf Schusswaffen irgendwas mit ihrer Charakterentwicklung zu tun hätte, aber dem widersprechen die Filme davor und sogar die Serie selbst. Das Töten ist nicht das Problem. Das Problem ist das eigentliche Ziel der Serie. Sie will an genau demselben Endpunkt ankommen, an dem sie begann. Sam ist der nächste Captain America. Bucky ist der geläuterte Winter Soldier. Zemo sitzt im Gefängnis. Und die Flag-Smasher spielen keine Rolle mehr. Marvel traut sich nicht, eine Geschichte zu erzählen, die die Kinozuschauer unbedingt gesehen haben müssen, um die Filme zu verstehen. Eine Geschichte, die die Welt des MCU tatsächlich verändert. Die Serie ist optional. The Falcon and the Winter Soldier soll nur bei dem Status Quo ankommen, an dem Endgame bereits endete. WandaVision ist da konsequenter und mündet in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ich schrieb diese Passage sogar einen Tag vor der letzten Folge. So vorhersehbar sind The Falcon and the Winter Soldier. Man muss dafür nicht Baron Zemo sein. Problem Nummer 2 ist eines der größten Marvel-Probleme überhaupt. Es gibt nur Gut gegen Böse. Sobald ein Bösewicht ein einigermaßen interessantes und vor allem nachvollziehbares Motiv besitzt, muss er etwas so dermaßen Böses tun, dass wir uns alle einig sind, dass er mit allen Mitteln gestoppt werden muss. Sein eigentliches Motiv spielt dann keine Rolle mehr. In der Dramaturgie sprechen wir nicht umsonst von Protagonist und Antagonist, der Schauspieler und sein Gegenspieler. Der Gegenspieler muss nicht böse sein. Er handelt, wie er handelt, weil er glaubt, das Richtige zu tun. There are still people in there. This is the only language these people understand. Gerade noch fungieren die Flag Smasher als Mahnmal für eine gescheiterte Flüchtlingspolitik in einer Welt, in der Nationen sich die Verantwortung gegenseitig zuschieben und sich die Zurückgebliebenen dagegen auflehnen. Doch der Grat zwischen einem Freiheitskämpfer und einem Terroristen ist ein sehr schmaler.
Und Marvel geht sehr schnell sehr sicher, dass es keine Zweifel gibt, wer denn ein mordender Terrorist ist. Voilà. Und mit Terroristen zu verhandeln, ist aussichtslos. Dann ist es auch egal, ob es Hail Hydra oder One World, One People heißt. Oder wofür die Stars and Stripes stehen sollen und wofür sie stehen sollten. Gerade noch spielt es eine riesige Rolle und dann eigentlich nicht mehr. Marvel lässt keine Grauzonen zu und entwertet damit die eigenen Aussagen. Die wirklich moralischen Grauzonen liegen in der Handlung selbst, wenn sie Dinge erzählt, die so keinen Sinn ergeben, aber für den Plot eben notwendig sind. Wenn es für eine Hinrichtung vor den Augen der Welt keine Gefängnisstrafe gibt. Wenn ein schwarzer Captain America, dem es genau anders ergeht als dem Posterboy Steve Rogers, wenn das eine echte Fallhöhe mit echten Konsequenzen ist, aber wenn dieselbe Serie, ohne mit der Wimper zu zucken, das rassistische Klischee bedient, dass ja alle Schwarzen gleich aussehen würden. Niemand ähnelt hier irgendwem und entweder sind alle Figuren Idioten oder man ist auf diesem Auge absichtlich blind. Beides entwertet alles. Who would like to start? Mein drittes Problem kommt von der Erwartungshaltung, die das Marketing absichtlich schürt. Es zeigt aber auch, wie man die Geschichte hätte homogener erzählen können. Great. Das Problem? The Falcon and the Winter Soldier ist keine Buddy-Movie-Geschichte. Die Trailer suggerieren die permanente Interaktion zwischen beiden Figuren. Ständige Neckereien versprechen eine launige Geschichte. In Wahrheit sind es aber zwei voneinander klar getrennte Charakterentwicklungen und die Späße reingeworfene Punchlines. Hello girl, kick your ass. Deswegen sehen sie sich auch nicht in der ersten Episode und deswegen gibt es nur eine Stelle, in der sie sich wirklich gegenseitig beeinflussen. Deswegen ist das meine Lieblingsepisode. Let me ask you. You still having those nightmares? All the time. Im Finale stehen sie sogar nur in Funkkontakt, weil sie nicht wirklich aufeinander angewiesen sind. Sie sind kein Team. Sie sollen nur eins sein. Give me your left arm. No! Yeah, come on. No. When you're talking to your doctor, no. Tell him you have a spiral fracture. No! Deep breath. No. Auf dem Papier klingt die Serie zumindest wie ein Buddy-Movie. Zwei gegensätzliche Figuren mit eigenen Zielen und Problemen müssen miteinander zusammenarbeiten. Raufen sich zusammen, agieren zusammen, flotte Sprüche, harte Action und am Ende eine Geschichte von echter Freundschaft. Doch das eine Mal, wenn sie wirklich zusammen kämpfen müssen, lässt der eine den anderen liegen. Die echte Freundschaft kommt erst später und muss durch Musikmontagen erzwungen werden. Die Handlung erzählt uns das nicht. Ihre Entwicklungen macht jeder für sich und ohne den anderen durch. Stattdessen liegt der Fokus auf den großen anderen Themen. Doch auch ein launiger Buddy-Action-Movie kann uns trotz all des Spaßes von gesellschaftlichen Missständen erzählen. Von Umweltzerstörung, von Missbrauch, von Rassismus. Hey Rod. Did anyone ever tell you? Yeah. What? You really are a beautiful man. There are no wizards. Dr. Strange is a sorcerer. A sorcerer is a wizard without a hat. Dabei können Serien doch so viel mehr sein, gerade weil sie die Zeit mitbringen, Figuren zu entwickeln und Grauzonen zu ergründen. Uns eine Geschichte erzählen, wie sie auch wirklich mehr ist als die aufgeblasene TV-Version eines Marvel-Films. Bei WandaVision war die Verwendung von CinemaScope-Balken wenigstens noch ein erzählerisches Mittel, um ein Kino-Universum mit dem uns bekannten Fernsehuniversum zu verbinden. Bei The Falcon and the Winter Soldier wäre man gerne einfach nur dasselbe wie im Kino. Dabei wünsche ich mir doch mehr Falcon und mehr Winter Soldier. Sie hätten beide noch so viel mehr sein können. Die Autoren werden es beweisen müssen. Sie sitzen mittlerweile an Captain America 4, einem Kinofilm. Was es bedeutet, Captain America zu sein und was es bedeutet, seine Vergangenheit zu akzeptieren, sind zwei wunderbare Geschichten. Captain America und der Winter Soldier könnten nur etwas mehr miteinander zu tun haben.